I'm an albatross. Hallo. Das dürften wir hinkriegen. Juhu! Also ich mag die Karte wirklich sehr. Man merkt, dass hier viel Liebe ins Detail gegeben wurde und das hat was. Ja. Zu weit. Hallo. Alter Wunsch? Ja, haben wir. Aber jetzt müssen wir gerade gucken, wo fahren wir denn lang? 2. Ausfahrt, okay. Möchtest du ein Ticket? Ne, gut. Wenn es hier in Omsi regnet bei realem Wetter Köln, dann dürfte das in Bonn bald auch anfangen. Wobei wir hatten heute Morgen, heute Mittag auch schon ein bisschen Regen. Ach, jetzt kommt hier die Kante, wo man so schwer dann reinkommt. Ja. Der große Kreisel. Margaretengasse. Dankeschön. Ein Service. So, bin ich jetzt vorbei an der Haltestelle? Ja, da hat man gerade im Hintergrund meinen Sohn gehört. Der möchte gleich noch ein bisschen Rocket League mit mir spielen. Ich habe gesagt, nach der Aufnahme. Komm, platzt er hier rein. Macht er gerne, er sprengt gerne meine Aufnahmen. Ich finde das ganz süß. So, weiter geht's. Ich finde auch die Ansagen sehr authentisch. Ja. Ich war gerade ein bisschen irritiert wegen der Baustelle. Aber tatsächlich, es ist ja Umleitung. Was ich auch angenehm finde. Also sehr dynamisch. Zack. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Junge Frau, Sie nicht, gut, dann werden Sie halt nass. Dann werden Sie eben nass. Mir doch egal. Die war rot. Sollte ich doch drauf achten.
damit ich die Ampel sehe. Jetzt könnte ich theoretisch rum, aber da ist natürlich noch Gegenverkehr, ne? Den ich ja gefälligst abzuwarten habe. Ja, komm, mein Gott. Zone für uns. Ja, versuchen wir mal fast 30 zu fahren. So ganz gelingt mir das ja nie. Aber oft. Möchte ich betonen. Können Sie die Heizung anmachen, bitte? Ist doch. Oder? Mal quitten hier. Hallo, geh weg. Ja, ist an. Gleich schon wieder einer raus. So, jetzt haben wir hier die Sonne. Und ein bisschen, es geht ins Abendrot. Runter, ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist. Aha. Und Steam meldet sich wieder. Ja, Leute, ich schreibe nicht zurück. Ich bin mitten in der Aufnahme. Oh, das ist die Kurve ist ein bisschen. Ja. Aufsetzungswürdig, möchte ich sagen. Ich bin aber auch ein bisschen schneller unterwegs, als ich darf. Zugegebenermaßen. Scheibenwischer ausmachen oder was sagt der Regen? Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Die ist doch an. Na, was ist? Na, okay. Bin ich ohne Blinker rausgefahren. Gibt's ja mal, geht ja mal gar nicht. Messeparkplatz. So. Zone aufgehoben, kann man ein bisschen Gas geben, aber nicht zu viel, denn da vorne geht halt ja schon wieder rum.
Ja, und rot, natürlich. Wie sollte es anders sein? Intelligent gemacht, ne? Zu weit vorgefahren und Ampel nicht mehr im Blick. Selbst die da nicht mehr. Ah doch, wenn ich so gucke. Ah, haha, haha. Na komm, wird green. Danke. Erste Ausfahrt. Huch, da haben wir ein bisschen aufgesetzt. Passiert, kommt vor. Ich habe heute gar nicht so viel zu erzählen, merkt man, ne? Was aber daran liegt, dass, ja... halt nicht so viel zu erzählen ist heute. Oh, kommt der da rein? Ja, klar. Hallo. Dann kommt der Kollege da auch durch. Das müssen wir natürlich abwarten. Da komme ich so nämlich nicht raus. Ah, da haben wir den Gegenkurs. Ja, komm, fahr. Ja, wer möchte zur Messe? Was ist denn heute für eine Ausstellung, ne? Halle 3 bis 7. Und raus mit euch. Hallo. 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 Hi. Die möchten ein Ticket. Nee, auch nicht. Wollen die alle kein Ticket hier? Ich habe was, worüber wir sprechen können. Wir hatten ja so ein bisschen das Thema Dampfen bei mir. Was mich mal interessieren würde... Boffetter-Scheiße. Ja, ja, Boffetter-Scheiße, genau. Seid ihr Raucher? Raucht ihr? Oder ja, je nachdem, wie alt ihr seid, habt ihr mal geraucht? Oder habt das ausprobiert? Das fände ich mal sehr interessant. Und sagt, ja, ich habe das mal ausprobiert und ist so nix für mich. Ich finde, jeder probiert oder fast jeder probiert mal eine Zigarette, weil es einfach halt was irgendwas ist, ne? Deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich habe das mal versucht. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, oder ja, habt ihr Raucher in der Familie und sagt, ich mag das überhaupt nicht, das stinkt immer so nach Aschenbecher und das ist halt richtig ekelhaft. Haltestellen werden erneut angefahren. Genau, stand da ja auch. Ich fahre nicht scheiße, ich fahre zügig. Ja, oder stört euch innerhalb der Familie, sage ich jetzt mal, der Rauch überhaupt nicht? Oder ja, wie ist das? Habt ihr Freunde, die rauchen und stört euch das? Oder sagt ihr, naja, mir ist es egal, mich stört der Geruch nicht?
Blub, jetzt bin ich zu weit gefahren. Ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Hallo. Noch mehr Licht. Bitteschön. Also ich habe ja selber geraucht und dampfe ja mittlerweile. Und habe einfach festgestellt, ich nehme diesen Rauchgeruch, auch diesen kalten Aschegeruch mittlerweile viel deutlicher wahr. Aber viele aus meinem Freundeskreis rauchen und da stört's mich jetzt nicht. Macht mir nichts. Das ist okay. Also ich sag jetzt nicht von wegen, bah, das ist ja eklig, du rauchst und sowas. Nee, nee, also mich, für mich ist das in Ordnung. Guten Tag. Mein sieht da gerade aus. Ja, müssen wir. So, gucken wir mal. Sie einigermaßen ordentlich über die Bühne kriegen. Zweite Ausfahrt, aber dann fahre ich doch zurück, oder nicht? Jetzt muss ich mal. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ah, da ist. Okay.